So, damit herzlich willkommen zurück. Mittlerweile jetzt beim dritten Teil angekommen. Ich bin wieder reingespawnt und höre schon neben mir irgendein Grummeln. Das gefällt mir gar nicht. Ich habe mich in diesem Gebüsch ausgelockt, ich weiß noch, bei strömenden Regen. Und jetzt bin ich wieder zurück. Und die Sonne scheint. Es ist auch wieder morgens, die Sonne geht auf. Ich habe eigentlich gedacht, ich suche mir jetzt mal einen Server, der eigentlich, naja, so in der Mittagszeit spielt. Aber ich meine sogar, die Zeit, die geht hier ein bisschen schneller rum als Realtime. Aber ich versuche mich jetzt erstmal hier ganz langsam davon zu schleichen, weil das gefällt mir hier gar nicht mit dem Typen. Mutanten oder Zombie oder was es auch immer ist, ich kann es nicht sagen. Erstmal schnell weg hier. Ich habe gerade überlegt, ob ich nochmal in die Stadt gehe. Oder zumindest, wir könnten ja eigentlich mal probieren herauszufinden, was das für eine Stadt ist. Oder sollen wir uns erstmal da oben dieses Haus angucken? Wir gucken mal, was da oben ist. Was mich hier immer so ein bisschen stört, ist immer, wenn ich die Alt-Taste drücke, dass diese Kamera erst so zack, zack, zack. Aber okay. Das ist, glaube ich, jammern auf hohem Niveau. Wir sollten auch bald mal was zu essen und trinken finden. Wobei, ich glaube, ich habe noch ein bisschen was. Aber nicht mehr sehr viel. In der vorigen Folge habe ich einen Typen getroffen, der mich ein wenig mit Nahrung noch versorgt hatte, zum Glück. Weil ich hatte ja gar nichts. Aber okay. Also ein bisschen nervt mich das mit der Alt-Taste, also mit dieser Kamera, dass sie dann so springt, weil ich benutze die Alt-Taste eigentlich permanent, um mich umzusehen, aber okay. Wir wollen ja nicht so sehr jammern. Mal gespannt, wie lange wir jetzt hier überleben werden. Was gibt's hier? Also ich habe mich weiterhin auch nicht informiert, wie... Was ist das hier? Öl? Searchbox? Ah, da kann man auch was gucken, oder was? Ist empty. Nicht weiter großartig informiert. Ich habe mir die Map allerdings mal angesehen. Und, habe festgestellt, oder zumindest so im Vergleich zu Chernarus, der Welt von DayZ, ist sie, glaube ich, um einiges kleiner. Aber das macht nichts. Der Server hier ist mittlerweile auch, glaube ich, recht gut gefüllt. Oder zumindest nicht ganz so gut gefüllt wie in den vorigen Teilen. Ich glaube, so um die 10 Leute sind hier drauf. Allerdings, wenn die Welt natürlich ein bisschen kleiner ist, dann macht sich das auch mal bemerkbar. So. Ich bin jetzt am Überlegen. Sollen wir nochmal in die Stadt gehen? Wir können ja mal gucken. Und zwar müsste ich mal herausfinden, welche Stadt das ist. Das sieht man dann wahrscheinlich am ehesten an irgendeinem Schild oder so, hoffe ich. Ortseingangsschild oder so. Wir gehen mal schauen. Wir gehen einfach mal rein. Ist ja egal. Wir haben ja nach wie vor immer noch nicht viel zu verlieren, außer hier meine M4. Oder M16, wie auch immer. Ich lasse die auch erstmal unequipped, weil ich bin jetzt eigentlich nicht eher so der auf Kills. War es ein Schuss? Habe ich gerade irgendeinen Schuss gehört? Oder geht meine Fantasie schon wieder mit mir durch? Also ich sage euch, das Spiel macht wieder so... Also ich kann es gar nicht beschreiben, aber es ist ein wenig das Gefühl da, was ich bei DayZ am Anfang hatte. Ah, schaut mal hier. Welcome to Brightmoor. Okay, jetzt habe ich mir... Wie ich als denke, dass hier neben mir Steps sind und so. Okay. Brightmoor. Jetzt habe ich mir gedacht, hey, lass uns doch einfach mal... Obwohl, eigentlich noch nicht mal. Normalerweise mache ich mir immer gerne den Ingame-Browser auf hier. Quasi einmal auf den hier und gehe dann hier unten auf Webbrowser. Da kann man sich dann ganz gerne mal die Map eigentlich aufmachen. Und, oh, wie nimmt man die Fäuste runter? Genau so. Da mache ich mir dann immer gerne, so meist zumindest in der Standalone. Ha. Ich glaube, wir holen doch mal die M4 raus, hm? Wir haben zwar nur ein Magazin, ich würde es eigentlich auch ungerne verwenden, um jetzt hier auf Zombies zu schießen oder so. Weil das einfach, ja, es macht halt einfach zu viel Krach. Ich denke mal, ich ziehe dadurch einfach nur noch mehr Leute an. Ich glaube,
Wisst ihr was? Wir sneaken uns jetzt einfach so ein bisschen in die City hier rein. Was wollte ich sagen? Ja, ich mache die Ingame-Map eigentlich ganz gerne immer mal auf. Sofern ich mal nicht genau weiß, wo ich bin. Und was ist das? Das ist ein Hirsch. Hallo Hirsch. Are you friendly? Oh, guck mal, der kommt auf mich zu. Hat er keine Angst? Doch, jetzt hat er Angst. Jetzt haut er ab. Und ja, ist eigentlich immer sehr hilfreich. Also, da man nicht unbedingt gleich immer eine Map braucht, um zu schauen, wo man ist. Also eine Ingame-Map. So mache ich sie mir immer gerne mal im Webbrowser auf. Das aber nur mal so nebenbei. So, jetzt schauen wir mal, inwieweit ich jetzt hier vorankomme. Sieht ein bisschen lustig aus. Aber hey, sneaky peeky. Wow, diese Stadt sieht einfach nur so verlassen aus. Wir gehen jetzt mal hier rein. Ah, oh, was war denn das für ein Lag? Schon wieder. Ich habe keine Ahnung, ob jetzt schon jemand auf mich wartet. Was war das? Salvage Electronics. Nein, das brauche ich immer noch nicht, weil mein Hauptziel ist jetzt hier noch nicht eine Base zu bauen oder irgendeine Hütte zu bauen oder so. Das nehmen wir uns auf jeden Fall. Lisa, I'll be back, Tom. Wow. Das nehmen wir uns auf jeden Fall für die kommenden Folgen vor. Da werden wir uns natürlich auch mal was zusammenzimmern, aber ich muss mich, wie gesagt, nach wie vor noch mit dem ganzen Gameplay-Mechanik hier auseinandersetzen. Ich finde momentan noch sehr, sehr, sehr wenig Loot. Ah, hier, Rex. Immer sehr lustig. Teilweise. Ah doch, hier habe ich doch drei Stück. Teilweise hat man halt das Glück, man kann hier ein paar Racks runterreißen und dann in dem Falle no usable Racks left. Okay, wir sollten aber bald auch mal wieder was trinken und essen. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Aber ich finde sehr, sehr, sehr wenig Loot hier. Ich weiß auch noch nicht so recht, wo ich genau nach Loot suchen muss. Jetzt haben wir doch hier. Aha, get long sleeve shirt. Wenn ich das anziehen möchte. Ach, hier. Aber er wechselt das nicht. Muss ich das vorher ausziehen oder so? Er macht das ja gar nicht. Ist das jetzt. Aha. Ah ja. So, in Schwarz. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Kann man die. Au. Das müssen wir mitnehmen. Kann ich das hier nicht irgendwie kaputt reißen oder so? Ist egal. Wir haben ja erstmal ein paar Racks. Wir können uns verbinden. Das ist nicht das Schlimme. Und da draußen hören wir doch schon wieder irgendwas. Da wartet doch schon wieder jemand auf mich da draußen. Leute, ganz ehrlich, also ich bin noch mega angespannt. Hier ist noch eine Wasserflasche. Ich bin noch mega angespannt in diesem Spiel, weil, wie gesagt, ich noch komplett frisch bin. Get Tarp. Achso, Construction. Ja, nee, komm, das lassen wir mal. Ich muss auch erstmal rausfinden, was ist noch für was gut und. Oh mein Gott, hört sich an, als wenn die Zombies irgendwie mal näher kommen. Ich sag jetzt speziell Zombies. Also, ich meine, es gibt verschiedene Arten von Zombies hier, unter anderem Mutanten und so weiter. Und ich bin mir jetzt aber noch nicht sicher. Also, ich weiß nicht, welche, ob die jetzt unterschiedliche Sounds haben oder so. Das kann ich einfach noch nicht sagen. Der klingt ziemlich nah. Sollen wir das wagen? Sollen wir es wagen und ihn zur Not erschießen, wenn er hier. Ich weiß noch nicht, ob ich damit noch mehr auf dem. Was ist das hier? Das ist gar nichts, ne? Okay. Der wartet doch hier vorne. Oh, das war. Die Bewegung war zu schnell. Ich hoffe nicht, dass er mich jetzt gehört hat. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Okay.
Ah, hier ist ein Zaun. Kann ich auch noch nicht drüber klettern, ne? Search Sticks. Also ich bin noch sehr, sehr, sehr verunsichert hier. Zumal, da ich noch nicht so richtig weiß... Da ich noch nicht so richtig weiß, wo ich den Loot jetzt finde und, ne? Also ein Freund von mir hat gesagt, Thorsten, ich gebe dir einen Tipp, schau auch mal auf den Schränken. Black Clothes. Ja, die ziehen wir doch an. Wir haben aber schon welche, wir haben doch schon welche. Mein Gott, dann schmeiß die wieder weg. Brauchen wir doch gar nicht. Was haben wir hier oben? Haben wir hier oben was? Wäre das nicht mal sowas Typisches, wo man reingucken könnte? Nein. Nein. Okay. Dann hier. You picked up 22 rounds. Ah, okay. Hier. Hm. Behalten wir mal. Hier habe ich noch ein T-Shirt. Tier into Racks. Jetzt haben wir noch ein paar Racks. Das heißt, verbinden können wir uns schon mal. Und müssen nicht erst wieder auf Hilfe anderer Spieler hoffen. Aber, what the hell? Ich meine... Es scheint nicht sehr viel Loot zu geben. Oder ich gucke einfach an den falschen Stellen. Gehen wir mal hier rüber, oder? Ich warte ehrlich gesagt einfach nur noch, dass der Schuss von links, rechts oder von hinten fällt und dann ich... Oh, nee. Ganz ehrlich. Nothing found. Hier haben wir eine Jerrycan. Die brauchen wir allerdings auch noch nicht, weil ich auch noch nicht vorhabe mit einem... Fahrzeug hier durch die Gegend zu fahren. Ich bin ja erstmal froh, wenn ich überhaupt ein bisschen Equip finde. Vielleicht einen Rucksack oder so, das wäre mal noch ganz nice. Essen und Trinken wäre auch super. Hier ist ja weiter gar nichts, Mann. Was gibt's denn da drüben? Die Lagerhallen sehen vielversprechend aus. Wahrscheinlich noch mehr versprechend als diese Häuser hier. Okay, diese Häuser sind zu. Hier ist noch ein offenes. Dann gehen wir hier nochmal rein und ansonsten dann gehen wir mal da drüben zu den Lagerhäusern, was wir da gesehen hatten. Oh, ich verwechsel immer noch. Ich habe die Steuerung, ich glaube, ich muss sie mal ein bisschen mehr an Arma anpassen, weil ich sehr viel Arma bzw. Daisy spiele. Get Canteen. Brauchen wir sowas? Da können wir wahrscheinlich... Ja, okay. Trinken haben wir genug. Ich würde auch mal sagen, wir nehmen noch mal ein Schlückchen. Zumindest von der Cola. Weil... So, genau. Jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Platz im Inventar. Und wir haben unser Bedürfnis ein bisschen gestillt. Okay, also in diesen Häusern habe ich hier noch nicht das große losgezogen. Irgendwie. Und das hier drüben sieht interessant aus. Ein Motel. Da gehen wir doch da mal schauen, würde ich sagen. Und mal gucken. Vielleicht werden wir erfindlich. Ich habe schon wieder irgendwie ein... Da drüben. Hoffentlich siehst du mich nicht. Du siehst mich nicht. Ich höre hier so schnelle Schritte. Okay, ich denke, wir sind safe. So, dann schauen wir doch mal, was wir hier drüben haben. Ja, ich muss unbedingt die Steuerung mehr anpassen. Das ist alles noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also, wow. Ich dachte schon. Sie ist ein bisschen so ähnlich wie in Arma, nur mit so ein paar Ausnahmen noch. Mit so ein paar Ausnahmen auf jeden Fall. What? Oh mein Gott.
Wie muss dieses Spiel erst bei Nacht sein? Nee, komm, wir wollen hier rüber. Wir wollen hier rüber, auf jeden Fall. Wie muss dieses Spiel erst bei Nacht sein? Ich darf auch nicht so viel Krach machen, damit ich nicht... Hier ist doch was drin. Okay, da sieht man hier wie so ein Supermarkt aus. Mal schauen, was wir hier so Feines finden. Schon mal was zu trinken. Plepsi. Was liegt denn hier noch rum? Nein, das brauchen wir nicht. Oh, hier, Leute, was zu essen. Was zu essen.